Hey Leute, eigentlich wollte ich euch heute eine richtig coole Methode vorstellen. Und zwar, wie man sich zum Beispiel die Gesichtsbehaarung mit einem Hartbodenwachs ganz einfach und schmerzfrei entfernen kann. Da ich das Ganze immer wieder auf Instagram gesehen habe, wollte ich es unbedingt ausprobieren und euch auch gern vorstellen. Leider musste ich aber feststellen, dass es gar nicht so einfach und schmerzfrei ist, wie es immer dargestellt wird in den ganzen Videos. Denn es hat bei mir leider überhaupt nichts gebracht, außer extreme Schmerzen. Und ist halt auch deshalb leider nur ein Riesenfail geworden, aber seht selbst. So sehen die heiß begehrten Bohnen aus. Das sind eigentlich so kleine Linsen, die man in der Mikrowelle oder auch im heißen Wasser schmelzen kann. Dann kann das Ganze auch schon auf die Stelle, wo das Haar entfernt werden soll, aufgetragen und im Anschluss abgezogen werden. Womit natürlich alle Härchen mit entfernt werden beim Abziehen. Aber dazu später mehr. Und hier zeige ich euch nochmal den Vorgang, wie ich die Bohnen zum Haarentfernen zubereite. Hierzu gebe ich in einen kleinen Behälter heißes Wasser hinzu und stelle einen noch kleineren Becher hinein, worin ich ein paar von den Bohnen hinzugebe. Damit die Bohnen ein wenig schneller schmelzen, rühre ich die ein wenig um. Und wenn die Bohnen dann zu einer einheitlichen Masse zusammengeschmolzen sind, dann kann das Wachs auch schon verwendet werden. Währenddessen habe ich auch schon mein Gesicht zum Haare entfernen vorbereitet, indem ich es einfach mit warmem Wasser abgewaschen habe, damit sich meine Poren ein wenig öffnen und ich somit die Härchen ein wenig einfacher und auch ein wenig schmerzfreier entfernen kann. Zum Auftragen vom Wachs benutze ich hierbei so einen Spaten aus der Apotheke, den gibt es dort für ungefähr 10 Cent zu kaufen. Damit nehme ich mir ein wenig vom Wachs und trage diesen auf die Stellen auf, wo ich das Haar entfernen möchte. Vorher teste ich natürlich nochmal ab, ob das Ganze nicht zu heiß ist, denn sonst kann man sich hierbei sehr schnell und stark verbrennen, also Vorsicht. Und das Ganze kommt halt über meine Lippe links und rechts. Einmal zwischen meine Augenbrauen und einmal drüber drauf. Das Ganze sollte in Haarwuchsrichtung aufgetragen werden. Beim Abziehen des Haarwachses sieht das Ganze natürlich anders aus, denn hier zieht man die Haarwachsstreifen entgegengesetzt der Haarwuchsrichtung ab. Eigentlich sollte man das Wachs nicht lange auf der Haut drauf lassen, sodass es nicht allzu stark aushärtet, sondern soll auch schon direkt in weichem Zustand abgezogen werden, sodass auch wirklich jedes einzelne Härchen entfernt werden kann. Aber als ich das Ganze versucht habe, ist mir das Ganze sehr stark misslungen, denn das Wachs ist an meiner Haut geblieben und ging überhaupt nicht ab. Erst als ich ein wenig länger gewartet habe und es endlich griffbereit war, konnte ich es von meiner Haut abziehen. Aber selbst das hat sich als super schwierig und sehr schmerzhaft herausgestellt, denn es hat extrem wehgetan. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so schmerzempfindlich, aber dieses Wachs hat mir echt den Rest gegeben, weil es einfach nicht nur extrem schmerzhaft war, sondern weil es auch nur einen ganz minimalen Anteil meiner Haare entfernt hat, was wirklich super enttäuschend ist, da ich mir halt mehr von diesem Produkt erhofft habe. Aber wie gesagt, es hat halt nur meine feinen Härchen rausgezogen, die anderen dickeren Härchen sind alle dran geblieben. Und wenn ich das Ganze nur mit der Sugaring-Methode vergleiche, wobei man einfachen Zucker verwendet, was natürlich nicht weniger schmerzhaft ist, aber dafür halt jedes einzelne Haar entfernt, lohnt es sich hierbei viel mehr und kostet auch nur ein paar Euros. Auch die Schmerzen nimmt man hierbei natürlich gerne in Kauf, denn wenn sich das Ganze als super effektiv erweist und auch wirklich jedes einzelne Härchen rausreißt, dann macht man das auch gerne. Aber wie gesagt, diese Bohnen haben mir leider gar nichts gebracht. Vielleicht habt ihr auch andere Erfahrungen damit. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren darüber berichten. Ansonsten kann ich dieses Produkt echt nicht weiterempfehlen. Zusätzlich möchte ich euch noch auf Wunsch von einer Zuschauerin gern zeigen, wie ich meine Augenbrauen zupfe, da es ja hierbei nicht nur inhaltlich super gut zum Thema passt, sondern auch, weil ich ja die Härchen mit der Bohnenmethode überhaupt nicht entfernen konnte, zeige ich euch, wie ich es mit einer Pinzette mache. Hierbei gehe ich mit der Pinzette meiner natürlichen Augenform komplett nach und zupfe nur die Härchen raus, die alle drumherum wachsen. Das heißt also, alle Härchen, die zwischen meiner Augenbraue, über meiner Augenbraue sowie auch drunter wachsen, kommen alle weg. Das Ganze soll dafür sorgen, dass meine natürliche Augenbrauenform etwas stärker betont wird und das Ganze auch natürlich etwas sauberer ausschaut. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze trotz des kleinen Fails gefallen und freue mich natürlich aufs nächste Mal. Tschüss!